Ja, für alle Leute, die jetzt irgendwie in Berlin in die Innenstadt unterwegs sein möchten, ich sag deswegen möchten, weil hier ist ein riesiger Treckerkonvoi. Es wird so gut wie unmöglich sein, hier die Stadt irgendwie normal zu durchqueren. Jetzt hier möchte ja auch noch ein Reisebus durch. Das wird jetzt ganz interessant. Ich schwenke mal kurz rüber, es wird so langsam wird's lustig. Hier mogelt sich jetzt einer durch. Ja, und der Reisebus muss leider warten. Ja, wie gut zu sehen ist hier auf der Demo, wir haben satt in Berlin etliche Traktoren. Es sollen so an die 70 Traktoren sein, sind jetzt hier unterwegs schon in der Stadt, waren heute Morgen schon beim ICC, wo auch die Grüne Woche stattfindet, da auf dem Messegelände. Ja, und jetzt setzen sich so langsam, sehe ich hier, jetzt kommen die letzten Traktoren gleich vorbei. Und da hinten sehen wir dann den eindrucksvollen Demonstrationszug. Ich konnte das leider vorhin von der Bühne nicht abschätzen,
wie viele Teilnehmer hierbei sind. Es wird so von 10.000 bis 15.000 Teilnehmern von Veranstalterseite gerechnet. Bitte seht mir es nach, wenn ich die jetzt nicht einzeln abzähle. Ich habe auch nicht so viele Nummernzetteln dabei. Aber wie gesagt, ich zoome da gleich mal rüber, wenn die letzten Traktoren hier vorbei sind. Es ist wirklich eine beeindruckende Menschenmenge unterwegs. Die ersten sind jetzt gerade an der Brücke vorbei. Ich zoome gleich mal hier noch mal kurz rüber. Auch interessant ist das Bauwerk, was ihr hier seht. Viele Leute, Zuschauer von Castor TV werden es kennen hier. Genau dort stand früher einmal das Bundespressecamp. Oh, jetzt kann der Bus hier, können die Busse hier wohl durch. Ja, und da hinten nähert sich dann auch schon der Demonstrationszug. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran. So, die Traktoren sind vorne weg. Schon am Start. Ja, ich sehe jetzt, die ersten sind jetzt hier über die Brücke, die ersten Teilnehmer. Und der Platz am Bahnhof ist immer noch voll, wie man das hier sieht. Das kann man jetzt schon live sehen bei Castor TV. Castor TV.de. Ja, es nähern sich jetzt so die ersten zwei Polizeiwagen hier an der Spitze des Demonstrationszuges. Ansonsten ist die Polizei so gut wie nicht zu sehen, hält sich hier sehr zurück, ist auch eine sehr friedvolle und friedliche Demo. Schließlich wollen wir alle gut essen hier und in Zukunft vor allem. Feuer hier.
Leute, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Und jetzt schauen wir mal, lassen wir mal den Zug so an uns vorbeiziehen, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wie viele Menschen hier auf der Straße sind, hier in Berlin, bei der Auf, wir haben's satt, wir haben Bienensterben satt Demo. Weitere Informationen unter www.wirhabensatt.de. Ja, hier nebenan wird gerufen, kein Gott, kein Staat, kein Fleischsalat. Wir sind uns sicher, es ist das Beste.
ziehen gerade die Imker an einer Gruppe vorbei, die skandiert, wer Honig klaut. Und ich meine, ein bisschen kämpferisch kann man es machen, ne? Nicht, dass die Presse denkt, wir rufen hier zu Gewalttaten auf. Ganz simpel, wir haben satt, mach die Eigner platt. Wir haben satt. Wir haben satt. Wir haben satt. Jetzt kommt noch die politisch korrekte Variante, glaube ich, wählt die Eigner ab. Wir haben satt. Man sieht hier ganz viele Naturschützer aus Fürth, aus Neustadt-Aisch an der Windesheim, aus Kitzingen, aus Bonn, aus Nürnberg. Ja, wie ihr seht, die Spendensammler sind auch fleißig unterwegs hier. Erkennbar immer an den gelben Mützen und an den Gießkannen.
lange halten. Bei mir launzt er. Ja, jetzt ist hier so langsam der Demonstrationszug am Ende. Nee, da kommen noch viel mehr Leute. Ich lasse sie einfach vorbeiziehen. Ja, einfach deinen Koffer. Gesehen oder? Nein, ich habe keinen gesehen. Bist du von hier? Ha? Bist du von hier? Nee. Nee, du machst hier nicht mit. Doch, ich mache schon mit bei der Demo. Ah, aber jetzt nicht hier direkt. Nee. Wir finden uns schon nicht. Okay. Hallo? Darf ich euch mal was fragen? Ich bin von Castor TV. Ihr seid hier wegen der Demonstration? Ja. Von wo kommt ihr? Ich, aus Kahla. Aus Kahla? Ja. Wo ist denn das? In Thüringen, bei Jena. Und ihr seid aus, ihr seid Bauern oder seid ihr Imker oder? Wir sind Tierwirte. Ihr seid Tierwirte. Schön. Viel Spaß noch heute. Ja. Ja, ihr habt es gerade mitbekommen, vielleicht so am Rande. Ich habe gerade eine kleine Spende erhalten und ja, das Spendenkonto von Castor TV ist ja auch bekannt, beziehungsweise wird immer wieder mal hier reingespammt. Ich schwenke da gleich nochmal. Nein, die sind ja immer noch hinten, die letzten sind immer noch auf der Brücke. Ja, also ich schätze mal, das sind locker 20.000. Locker 20.000 hier, weil wir haben es satt in Berlin. Ja, jetzt tut sich hier so eine kleine Lücke auf in der Demo, aber es kommen immer noch Leute nach. Ich kann da mal rüberschwenken jetzt auf die Straße hinten, wenn ihr mal gucken möchtet, da ist Unmengen, ja, da sind so viele Leute irgendwie, habe ich schon lange nicht mehr hier in Berlin gesehen, die Straße ist voll, das ist da die Unterführung, da werde ich dann nachher auch gucken, ob ich den Demonstrationszug wieder einholen kann. Ansonsten sind wir nachher auf jeden Fall so gegen 14 Uhr am Bundeskanzleramt zur Abschlusskundgebung mit allen Reden. Ja, da kommt jetzt der Kampak-Wagen da hinten noch. Der ist jetzt hinter der Brücke. Ich werde mich da dem wohl dann anschließen. In der Hoffnung, dass ich den Demonstrationszug noch überholen kann, sonst komme ich nämlich nachher gar nicht mehr zur Sprechbühne. Ja, jetzt kommen da hinten die Nächsten. Ich schwenke da mal rüber.
Güterzug. Da hinten kommen jetzt noch welche, da kommt noch eine Lücke. Ja, ja, die kommen mit ihren Autos nicht so recht. So. Da bleibt der Trecker laufen stehen und der andere fährt, weißt du? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich bin von Castor TV. Ja, mach. Du bist angereist hier, ja? Nee, ja, naja, muss ich ja irgendwie, oder? Bist ja, von wo bist du? Von hier. Von hier. Also aus der Stadt. Aus der Stadt. Aus der Stadt, aus Berlin. Aha. Genau. Und was interessiert dich hier so an der Demo? Was ist so dein Hauptanliegen? Ich habe da ganz viele gesehen. Mein Hauptanliegen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich bin so jetzt an der Stelle so ein bisschen unpolitisch informiert sozusagen. Und bin mit ein paar Leuten da, die eigentlich jedes Jahr hierher gehen. Und dieses Jahr eigentlich gegen diese ganze Bioindustrie demonstrieren wollen, die sich ja hier auch versammelt. Mhm. Ne? Also dieses ganze Demeter-Zeug und so weiter ist ja mittlerweile auch eine derart riesen Industrie geworden, die auch sozialverträglich an bestimmten Stellen auch nicht mehr ist. Hinten ist noch die V, die demonstriert gegen Billig-Arbeitskräfte in der Bioindustrie. Mhm. So, und das ist eher so mein Anliegen. Aha, also auch da gibt es die Wertschöpfungsketten in der Bioindustrie, wo man nun versucht, möglichst billig konkurrenzfähig zu produzieren. Ja, auf jeden Fall. Und das geht auf Kosten der Arbeitnehmer dann. Oder? Ja, genau. Also das ist so wie Rapunzel-Knebelverträge mit türkischen Bauern hat, damit sie ihre Nüsse bekommen. Ich muss mal eben hier weg. Also eher geht es um die Sozialverträglichkeit dieser Bioindustrien, auch dafür zu demonstrieren, dass praktisch sozialverträglicher und fairer Handel durchgesetzt wird. Weil wenn ich jetzt schon Bio produziere, was ja die Anfangsbewegung ist, sollte es doch auch irgendwie gesamtgesellschaftlich fair ablaufen. Und das tut's nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt, sollte man ja aus den Augen lassen. Ja, ich meine, was ist der Unterschied zwischen Großagrarbetrieben, die Bio produzieren und dabei die Böden veröden oder die Pestizide einsetzen. Der Unterschied ist nicht da. Nur, dass irgendein Bio-Siegel drauf ist. Ob das nur wirklich Bio ist? Okay. Oder was ist für wen Bio? Ist das EG? Also das ist ja das mit dem EG-Bio-Siegel. Das ist vermutlich für viele, die hier sind, nicht Bio. Ich sehe aber, du bist gut informiert. Ja, so ein bisschen schon. Ich habe schon eine Meinung, auf jeden Fall. Schönen Dank dafür. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Viel Erfolg beim Stream, ne? Ja. Und schöne Sache macht ihr da im Wendland. Ich bin aber auch aus Berlin. Ja. Naja, aber trotzdem, diese Castor-Sachen sind ja eh schon sehr super. So, dann werde ich mal, ich muss an den Anfang von Zug, weil die hatten nämlich vor, gegen den Zug zu laufen. Ja, dann gib Gas. Ja. Waren das denn welche Leute, die autonom, schwarz gekleidet? Nee. Alles klar, nichts aufgelöst. Also, zumindest nicht so geschweige. Ja, da wollen wir mal schauen nachher, ob wir da hinten noch jemanden vom FAU-Block, vom V-Block treffen, ob die uns da ein bisschen mehr zu erzählen können. Ja, ich greife hier immer mal Leute ab, die hier so stehen bleiben oder hier vorbeikommen und sehen. Na, ganz viel vertreten, immer wieder hier Imker dazwischen. Der Berufsstand ist sehr groß vertreten. Ja, den Bienen geht es doch ziemlich an den Kragen. Ja, informiert euch ein wenig. Es gibt einen Bienensterben in Deutschland, ausgelöst auch durch die Pestizide und gegen die Chemikalien, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Ja, hier Grüße aus Berlin nach Freiberg, sehe ich gerade. Einen schönen Gruß nach Freiberg hier im Chat.
Ja, ich lese dir nochmal vor. Bockelskamp geht hier vorbei. Langlingen geht hier vorbei. Wohlenrode. Lachendorf. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch dieselbe Demonstration. Wir haben es satt und unzählige Menschen ziehen hier an uns vorüber. Ich schätze mal, so, es mögen wohl so 20.000, 25.000 sein, die hier heute auf der Straße sind und für besseres Essen gegen die industrielle Produktion von Nahrungsmitteln demonstrieren.
Ja, Leute, zu meinem Bedauern muss ich hier jetzt leider feststellen, dass mein Akku leer ist von der Kamera. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier weitermachen. Ich kann jetzt ohne Bild ein wenig weitermachen oder ich kann deinen Akku nachfüllen. Was natürlich auch schlecht ist, weil dann habe ich nicht mehr genügend Saftleistung für die Abschlusskundgebung. Ich wechsle mal eben das Akku. Ich bleibe wieder da. So, und da ist er wieder. Da will ich mal hoffen, dass ich an der Abschlusskundgebung hier ein bisschen Saft habe noch für die Kamera. Ansonsten muss ich mir irgendwie was einfallen lassen. Strom ist hier gerade etwas Mangelware. Nein, ich kann hier keine Datenrate runterschrauben. Ich muss jetzt leider auch hier aufhören zu streamen, wenn die Demo hier vorbei ist. Ich gehe dann rüber zum Kanzleramt und melde mich da wieder zur Abschlusskundgebung. Aber wie gesagt, ein paar Minuten werde ich noch hier bleiben, so circa 10 Minuten. Und dann werde ich den Stream aufhören, weil die Spitze des Demonstrationszuges werde ich mit Sicherheit nicht mehr einholen. Ich werde mich dann lieber hier gleich rüber begeben zum Kanzleramt und da auf die Traktoren warten, wie sie eintreffen und dann von dort aus wieder live auf Sendung gehen. Mit der runden Brille, ne? Ich habe auch schon.
auch so ein Bild. Ja, liebe Leute, hier bei Streambeam for Global Change, supported by Castor TV. Ich unterbreche jetzt die Übertragung hier von der Wir haben Satt-Demo und melde mich gleich von der Abschlusskundgebung. Ich sage mal so circa gegen 14 Uhr wieder. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt 12.53 Uhr. Ja, gegen 14 Uhr melde ich mich wieder hier von der Wir haben Satt-Demo aus Berlin. Das sind circa 20.000, 25.000 Menschen hier. Ihr habt gerade gesehen, die ganze Zeit lief der Zug hier an mir vorbei. Nein, das war überhaupt nicht gemogelt. Die Leute haben sich nicht hinten wieder angestellt und sind weiter mitgelaufen. Ja, wie gesagt, informiert euch, wehrt euch und ernährt euch gesund. Ich beende jetzt erstmal hier den Stream, werde gucken, dass ich das Akku wieder voll kriege von den Kameras und von den technischen Geräten. Jetzt fahren hier die letzten Polizeifahrzeuge vorbei. Man sieht das Abschlussfahrzeug mit der grünen Flagge. Ja, das war soweit hier der Zug. Den habe ich einmal so an euch vorbeilaufen lassen. Ich verkneife mir das einfach, da nach vorne zu rennen. Ich gehe jetzt direkt zum Kanzleramt und melde mich so gegen 14 Uhr wieder. Also rechnet mal mit so gegen 13:45 bis 14 Uhr von der Abschlusskundgebung von der Demonstration. Wir haben Satt hier aus Berlin gegen industrielle produzierte Nahrungsmittel und Massentierhaltung. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst auf Castor TV. Wie gesagt, in circa einer Stunde bin ich wieder bei euch. Tschüss.